Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin gerade in Münster und darf heute etwas machen, was ich noch nie gemacht habe. Ich werde heute Polo spielen. Ich freue mich schon total. Ja, gestern habe ich schon ein paar Einblicke erhaschen dürfen und heute ist es endlich soweit. Vergesst mir auf jeden Fall nicht, auf Instagram sowie auf TikTok zu folgen. Da heiße ich auch Anja Fee, da würde ich mich sehr freuen. Und da gibt es auch regelmäßigen Videocontent von mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich glaube, es war wirklich was ganz anderes. Und ja, let's go! So, ich bin jetzt hier gerade im LKW, mit dem die Polo-Pferde auch immer durch die Gegend gefahren werden. Und hier vorne im Abteil sind einmal die ganzen Schläger. Richtig cool, wie viele das einfach sind. Und hier sind einmal die Stiefel und ja, so sieht das Ganze hier aus. Dann ging es auch schon für uns in den Stall. Das war das Pferd, was ich dann an dem Tag auch geritten bin. Das ist eine Stute und sie war einfach super zutraulich. Lustigerweise sind übrigens die meisten Polo-Pferde auch Stuten. Also sie wünschen sich am liebsten Stuten, weil die irgendwie am ehrgeizigsten sind. Und mit Hengsten ist die Haltung natürlich auch etwas schwieriger. Das war auch einfach eine super süße Stute. Die ganzen Polo-Pferde sind generell einfach so ruhig und die chillen einfach so krass. Die Halfter, finde ich, sind auch wirklich sehr interessant. Das Ganze kommt ja aus Argentinien und da trägt man eben solche Halfter. Hier seht ihr einmal den Sattel. Der Sattel wird mit zwei Sattelgurten befestigt. Einmal über den Sattel und einen ganz normalen Gurt, wie wir es auch kennen. Und eigentlich ist er geschnitten wie ein Springsattel, halt eben ohne Pauschen, da man ja super flexibel im Sattel sein muss. Einen Tag zuvor fand das Polo-Picknick statt. Das ist ein Charity-Event und die ganzen Einnahmen werden für einen guten Zweck gespendet. Und dafür mussten die Pferde natürlich ganz hübsch gemacht werden. Deswegen waren Schopf und Mähne noch frisch rasiert und der Schweif wird, wie gesagt, auch bei jedem Training hochgebunden. Denn das ist eben eine große Verletzungsgefahr für Pferd, aber auch für den Reiter, denn da kann sich der Stick drin verfangen. Oder auch wenn die Pferde nach Fliegen schlagen, kann das Pferd und Reiter verletzen. Hier seht ihr einmal die Reithalle. Die wird aber im Winter zum Beispiel gar nicht benutzt, da die Polo-Pferde den Winter die ganze Zeit frei haben und eben nur im Sommer spielen, wenn die Saison auch ist. Ja, hier seht ihr mich einmal auf dem Pferd. Richtig cool, das war ein super tolles Gefühl. Und ja, das Ganze war erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich. Hier seht ihr einmal die Handhaltung. Man hat zwei Zügelpaare. Das erste wird zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten und das zweite zwischen Zeige und Ringfinger. Helm und Sonnenbrille sind auch etwas ganz Besonderes, denn der Helm hat nicht nur einen Sonnenschutz. Der Schirm vorne ist auch wirklich sehr stabil, das heißt, wenn ein Ball einem entgegenkommt, dann kann man nochmal den Kopf runter machen. Und dann ja, kommt das Ganze nicht in die Augen. Diese Sonnenbrille schützt übrigens auch nicht nur vor Sonne, sondern ist auch splitterfest. Das heißt, da kann auch nichts passieren und ist in Argentinien übrigens auch Pflicht bei der Jugend, in Deutschland tatsächlich nicht. Dann wurde mir erstmal erklärt, wie ich den Stick überhaupt halten muss. Der hat nämlich so eine Schlaufe, wie ihr hier sehen könnt. Und das war gar nicht so leicht zu Beginn. Und dann ging es auch schon los aufs Polofeld. Das ist übrigens absolut riesig. Ein Polofeld ist ungefähr so groß wie 7 Fußballfelder. Ja, und das Ganze ist wirklich super ungewohnt für mich gewesen. Ich habe das erstmal im Trockenen geübt, das heißt ohne Ball, wie ich aufstehen muss und dann den Ball schlage. Und man muss sich nämlich ziemlich übers Pferd hängen und man kann sich dann mit den Unterschenkeln am Pferd festkrallen, sage ich jetzt mal. Denn man lenkt das Pferd beim Polo mehr über die Oberschenkel und die Unterschenkel sind eigentlich ja relativ unrelevant. Ganz komisch für mich als Dressurreiterin. Und ein weiterer Unterschied ist die Position der Füße im Steigbügel. Man kann es hier bei Sebastian sehen. Das war übrigens mein Trainer und der ist auch der Organisator des Polo-Picknicks. Auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank an Sebastian. Das war einfach so cool. Aber ihr könnt hier sehen, ich mache es nämlich falsch. Ich stehe nämlich nur mit meinem Ball im Steigbügel. Und eigentlich muss man wirklich mit dem ganzen Fuß in den Steigbügel rein, weil man so das Gleichgewicht besser halten kann, wie ihr es hier sehen könnt. Ja, dann wurde es auch ein bisschen schneller und ich habe es im Galopp auch versucht und tatsächlich habe ich auch einige Male den Ball getroffen. Jo, hier seht ihr es.
Auch nochmal vielen Dank an Wallen. Der hat nämlich den Phil trainiert und das ist der aktuell amtierende Weltmeister. Also hat mir richtige Profis am Start. Und ich zeige euch jetzt noch ein paar Ausschnitte von dem Tag. Oh, I keep sinking into your boo, into your boo. Yeah, I keep sinking into your boo, into your boo. Stars, I keep seeing stars inside your eyes. In my mind, I'm holding on to all the sparks flying through the dark while we collide. Tell me that I'm all you ever wanted. Take me to a crowded place and I know all I see is the way that you breathe. Euch hat das Ganze gefallen. Ich hatte auf jeden Fall riesigen Spaß. Wie gesagt, vergesst nicht, mir auf den anderen Social Media Plattformen zu folgen. Und ja, das war's für heute.